Hallo und guten Tag zu unserer Veranstaltung im Rahmen unserer vierteiligen Reihe Journalismus unter Druck. Freuen wir uns heute zu sprechen über das Thema den digitalen Raum bändigen. Wir sind der Überzeugung, dass der Zusammenhang zwischen Demokratie und ihrer medialen Öffentlichkeit ein dringendes Thema in der politischen Erwachsenenbildung ist und freuen uns immer wieder, wenn wir die Gelegenheit nutzen können, dazu einzuladen, über diesen Zusammenhang sich zu verständigen, bei unseren Themen, bei unseren Gesprächen über das, was im digitalen Raum passiert, ist es besonders virulent und bestimmt auch konsensual, dass wir ein Demokratiethema hiermit besprechen. Und das hat mit der Wirklichkeit von journalistischer Praxis und journalistisch qualifizierter Information und gesellschaftlichem Austausch eine ganze Menge zu tun. Ich freue mich sehr, in dieser Reihe, die wir zusammen mit einigen unserer Böll-Landesstiftungen veranstalten, heute zu dieser Runde einladen zu können. Wir haben vor Ostern schon einmal gesprochen zum Thema, wie wird eigentlich Qualitätsjournalismus gesichert? Was stresst Qualitätsjournalismus und was kann getan werden? Wir werden nach dieser Runde auch noch zwei weitere Veranstaltungen haben in dieser Reihe Journalismus unter Druck. Für heute freue ich mich, wir sind sowohl im Stream als auch im Zoom-Format zusammen. Und werden auch mitschneiden. Und alle weiteren Informationen zur Veranstaltung heute und zu dem Superpodium, was wir hier begrüßen dürfen, wird meine Kollegin Zora Siebert begrüßen, die Koordinatorin des Programms Demokratie und digitale Ordnungspolitik in Brüssel ist. Und ich freue mich, an dich übergeben zu dürfen, Zora. Vielen Dank und einen guten Abend für uns. Ja, danke, liebe Anne. Ich freue mich auch, dass wir heute hier zusammen sind bei Journalismus unter Druck, den digitalen Raum bändigen. Es geht um das Internet als Kommunikationsraum. Ich bin Zora Siebert und leite im Brüsseler Büro der Stiftung das Programm für EU-Demokratie und Digitalpolitik. Heute richten wir unseren Fokus auf die Fragilität der Diskussionsräume auf Online-Plattformen. Dabei gehen wir auch auf die Wichtigkeit der Architektur und das Design der Passwörter. Der Plattform auf unsere Kommunikation ein. Spätestens seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk ist uns allen klar, dass Plattformen sehr wohl politisch sind und das Risiko bergen, ein toxischer Ort für den öffentlichen Diskurs zu werden. Umso notwendiger ist es, dass wir diesen Ort dann nicht antidemokratischen Kräften überlassen. Um die Zukunft unserer demokratischen und immer mehr durchtechnologisierten Gesellschaft zu gestalten, müssen NutzerInnen nicht nur Desinformation und die Mechanismen von Agitationsstrategien erkennen können, sie müssen auch in der Lage sein, soziale Medien partizipativ und demokratiefördernd zu nutzen. Das ist gar nicht so einfach. Heute haben wir drei tolle Gäste an Bord und vielleicht könntet ihr schon mal eure Videos anmachen, damit die ZuschauerInnen euch auch sehen. Danke. Wir haben Julian Jausch, Tabea Rösner und Katja Musafiri hier mit dabei. Ich stelle euch die drei gleich auch noch mal genauer vor. Und wir starten heute mit einem 10-minütigen Impuls von Julian zu den neuen EU-Plattformregeln des digitalen Dienstegesetzes. Was bedeuten diese Regeln für VerbraucherInnen, Forschung, Zivilgesellschaft und Unternehmen? Und danach steigen Tabea und Katja mit ihren Perspektiven in die Diskussion ein. Für eure Fragen ist auch genügend Zeit reserviert. Die könnt ihr hier auf Zoom über das Frage- und Antwort-Tool stellen. Das seht ihr unten am Bildschirmrand. Ich wähle die dann aus und werde die Fragen ohne Namen vorlesen. Bitte postet keine respektlosen Kommentare oder Beleidigungen. Die lese ich dann natürlich nicht vor. Und es gibt auch die Möglichkeit, die Fragen abzuvoten. Also wenn da eine Frage besonders relevant erscheint, könnt ihr die liken und dann ist die gleich ganz oben für mich. Sehr gut. Jetzt gebe ich das Wort an Julian. Julian Jausch ist Projektleiter im Bereich Stärkung digitaler Öffentlichkeit der Stiftung Neue Verantwortung. Er befasst sich intensiv mit den Fragen zum Umgang mit Desinformation und zur Regulierung von Tech-Plattformen.
Julian hat ein Journalismusstudium abgeschlossen und schon in diversen Redaktionen in Deutschland und den USA gearbeitet. Du kannst loslegen, Julian. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch sehr auf die weiteren Impulse von den anderen Teilnehmenden und den Zuschauenden. Ich zeige kurz den Bildschirm und lege los. Wie schon angekündigt, geht es um Plattformregulierung. Bei mir in den nächsten paar Minuten um den sogenannten Digital Services Act der EU. Das ist also die EU-Gesetzgebung für Plattformregulierung. Und vielleicht direkt vorab, das ist für mich persönlich, aus meiner Sicht, ist es nur ein Werkzeug, auch gar nicht unbedingt das beste oder das einzige Werkzeug, um eben den digitalen Raum zu bändigen, wie es heute Abend heißt. Und vielleicht auch dazu sagen, es geht, finde ich, auch gar nicht nur darum, den digitalen Raum zu bändigen, sondern Menschen in diesem digitalen Raum zu stärken. Und da kann hoffentlich Plattformregulierung ein kleiner Teil sein. Und ein paar Aspekte davon würde ich eben gerne aufzeigen. Wie schon gesagt, bin ich bei der Stiftung Neue Verantwortung, SNV. Wir sind ein gemeinnütziger Think Tank, der zu diversen digitalpolitischen Themen arbeitet. Nur damit keine Verwirrung aufkommt, in Kürze werden wir Interface heißen. Unsere Themen bleiben weiterhin weitgehend identisch. Aber bei mir war es und ist es auch weiterhin eben dieser Fokus auf europäische Plattformregulierung. Und da nochmal war eben der große Schwerpunkt in den vergangenen Jahren der Digital Services Act, das Digitaldienstegesetz der EU. Davon mache ich jetzt keine irgendwie Detailanalyse, sondern werde ein paar grobe Eckdaten sagen, was der DSA bedeutet. Es ist ein Regelwerk für Online-Plattformen ganz unterschiedlicher Art. Suchmaschinen, Video-Apps, Hosting-Anbieter, soziale Netzwerke mit dem erklärten Ziel, zu einem transparenten und sicheren Online-Umfeld für die Menschen beizutragen. Das ist eine ganze Reihe von Regeln, die ich jetzt, wie gesagt, auch im Detail nicht eingehe, aber die Durchsetzung dieser Regeln ist auch wiederum von sehr unterschiedlichen Akteuren und Organisationen abhängig. Die Europäische Kommission spielt eine große Rolle, auch nationale Behörden spielen eine Rolle, aber auch Zivilgesellschaft, nutzende Forschung haben alle einen Anteil daran, die Einhaltung eben an der Einhaltung mitzuwirken. Bei den nationalen Behörden können das ganz unterschiedliche Stellen sein: Jugendschutz, Datenschutz, Medienregulierung. Aber pro EU-Mitgliedsland kann es nur eine Behörde geben, die alle anderen Behörden in dem Mitgliedsland koordiniert. Und das ist der sogenannte Digital Services Coordinator. DSC, also der digitale Dienstekoordinator pro Mitgliedsland. Der macht aber mehr als nur koordinieren. Er hat auch sehr wichtige Aufsichtsaufgaben und das ist der Grund, warum ich den jetzt so in den Fokus rücke. Er ist auch eine sehr wichtige Ansprechstelle für Nutzende, für Forschung, für Zivilgesellschaft. Und deshalb ist der DSC aus meiner Sicht wichtig zu beachten, für Menschen, für zivilgesellschaftliche Organisationen, wenn es darum geht, eben im digitalen Raum, dieses Regelwerk durchzusetzen. Ich würde gerne ein paar Sachen einfach zu dem DSC beleuchten, habe dazu am Anfang einmal versucht darzustellen, warum ich den DSC so wichtig finde, nämlich weil er so eine zentrale Position hat und mit so vielen anderen Akteuren zusammenarbeitet. Es geht mir jetzt aber nicht darum, diese Grafik irgendwie sehr detailliert durchzugehen, sondern ich würde mich auf zwei Sachen konzentrieren heute, und zwar auf die Rolle des DSC in der Zusammenarbeit mit Plattformnutzenden und mit der Zivilgesellschaft. Bei den Plattformnutzenden ist es mir wichtig, nochmal am Anfang zu betonen, dieses übergeordnete Ziel des DSA. Es geht darum, zu einem sicheren und transparenten Online-Umfeld beizutragen. Also, wie ich finde, sehr verbraucherinnenzentrierte Sichtweise. Und das sollte bei all den Fragen, die noch offen sind und bei all den Ansätzen, die der DSC mit sich bringt, eben nicht vergessen werden, dass das eigentliche Ziel ist. Aber um jetzt mal ein konkretes Beispiel rauszupicken, das Beschwerdesystem, das im DSA vorgesehen ist. Und hier ist eine sehr wichtige Rolle für die Digital Service Coordinator vorhanden, nämlich die DSCs müssen die Beschwerden der VerbraucherInnen über mögliche DSA-Verstöße entgegennehmen. Das ist also ein zusätzliches System zu den Beschwerdewegen, die schon bei den Plattformen bestehen. Als Beispiel,
wenn Leute sich beschweren wollen über potenziell illegale Inhalte, gefälschte Produkte, Volksverhetzung, was es auch immer sei, dann können sie sich an Plattformen wenden und die Plattformen müssen dafür einen Meldeweg haben. Das ist erstmal nichts unbedingt DSA-spezifisches, das haben Plattformen auch schon vorher gemacht. Was illegal ist, ist sowieso nicht im DSA reguliert, sondern in nationalen Gesetzen. Aber wenn Plattformen gar keinen Meldeweg haben, dass Nutzende überhaupt mit denen in Kontakt treten können, das ist ein DSA-Thema. Und wenn das nicht vorhanden ist, können sich darüber eben Menschen beim Digital Service Coordinator beschweren. Das ist alles noch relativ neu. Der DSA an sich ist noch relativ neu. Deshalb gibt es auch noch offene Fragen. Was heißt jetzt ein gutes Beschwerdesystem? Wie kann sowas in der Praxis funktionieren? Wie funktioniert auch die Zusammenarbeit der Behörden im Hintergrund? Das wird sich in der Praxis alles noch zeigen müssen. Was auch wichtig ist, dass so eine generelle Sensibilisierung bei uns selbst als VerbraucherInnen, als BürgerInnen auftaucht. Was sind denn jetzt eigentlich unsere Rechte und Pflichten nach dem DSA? Und auch das wird sich hoffentlich in den kommenden Wochen und Monaten und Jahren zeigen. Es gibt da aber schon gute Ansätze. Und zwar, um nur ein paar Beispiele zu nennen, der irische DSC hat schon erklärt, wie dieses Beschwerdesystem funktioniert. Auch der zukünftige deutsche DSC macht das in Ansätzen auf der Website. Es gibt vom slowakischen DSC eine Kampagne, eine Aufklärungskampagne, die nicht nur das Beschwerdesystem, sondern generell den DSA erläutert für Nutzende. Und die niederländische NGO Bits of Freedom hat auch so eine Art ja, Know Your Rights Kampagne gestartet, die auch auf Englisch verfügbar ist. Damit komme ich jetzt noch kurz zu zivilgesellschaftlichen Organisationen und wie die mit dem DSC zusammenarbeiten. Da ist interessant zu bemerken, dass Zivilgesellschaft im DSA mehrfach ausdrücklich erwähnt wird und der Zivilgesellschaft also ausdrücklich eine Rolle zugewiesen wird. Ich habe jetzt ein Beispiel rausgesucht, und zwar die sogenannten Trusted Flagger, vertrauenswürdige HinweisgeberInnen. Das sind Organisationen, die auch potenziell illegale Inhalte an die Plattform melden können und deren Meldungen aber priorisiert und schneller behandelt werden von den Plattformen. Und hier ist die Rolle der DSCs, dass sie diese Trusted Flagger akkreditieren müssen. Das ist nichts komplett Neues. Solche Art Trusted Flagger hatten Plattformen auch schon vorher auf freiwilliger Basis, aber jetzt gibt es eben dieses offizielle DSA-System, was den Vorteil mit sich bringt, dass die Organisationen einen direkten Draht zum DSC haben, nicht mehr auf die Plattformen angewiesen sind. Was aber auch eventuell den Nachteil mit sich bringt, dass es ein doch durchaus hoher administrativer Aufwand auch ist, ein Trusted Flagger nach dem DSA zu sein, weil damit eben auch Transparenzpflichten und solche Sachen einhergehen. Das heißt, auch hier wieder die Frage, wie wird sowas in der Praxis aussehen, die Akkreditierung. Es gibt noch keine EU-weiten Leitlinien zu diesem Thema, wie die Akkreditierung funktioniert, auch wenn einige Mitgliedstaaten es schon gemacht haben. Und was bei der Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und DSA und DSCs auch fehlt, aus meiner Sicht, ist ein dauerhafter, strukturierter Austauschkanal auf europäischer Ebene, wo also die Behörden, die Regulierungsbehörden, die Kommission mit Zivilgesellschaft in einem formalisierten Format im Austausch ist. Auf europäischer Ebene gibt es das nicht, aber auf deutscher Ebene wird das durchaus diskutiert, und es ist sehr wahrscheinlich, dass es beim deutschen DSC einen Beirat geben wird, in dem unter anderem wissenschaftliche, wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Vertretungen sitzen und die eben den hiesigen DSC beraten sollen. Das ist, finde ich, relativ vielversprechend. Das hätte Deutschland nicht machen müssen, wobei ich auch sagen muss, dass für mich noch einige Fragen offen sind, inwieweit das wirklich ein starker Beirat sein wird. Die Aufgaben sind teilweise etwas vage formuliert, und auch die Art und Weise, wie der Beirat besetzt wird, dazu gibt es, glaube ich, noch offene Fragen, wie das in der Praxis aussehen wird. Zum Abschluss würde ich gerne noch ein paar Spannungsfelder aufzeigen und einen Ausblick bieten. Ich werde nicht alle Spannungsfelder, die hier aufgeführt sind, durchgehen.
sondern sie versuchen zusammenzufassen, um nochmal darzustellen, wie wichtig es finden, dass dieser ESC, der in allen Mitgliedstaaten steht, diese eine Art, ja, Knotenpunkt oder Schnittstelle ist für diese ganzen anderen Organisationen, von denen ich gesprochen habe, Zivilgesellschaft, Forschung, Nutzende, die Plattform selbst. Und damit das gelingt, ist es eben wichtig, dass die ESCs gut ausgestattet sind, von ihrem Budget her, von den Ressourcen her, eine gute Personalausstattung haben, Expertise haben, gute Netzwerke haben, einen strukturierten Austausch mit externen Fachleuten haben, und sich eben auch positionieren können gegenüber Plattformen und anderen Unternehmen. Und wenn das alles jetzt langsam anläuft, die DSCs aufgebaut werden, der DSA durchgesetzt wird, ist aus meiner Sicht der nächste wichtige Schritt auch eine Evaluierung. Es mag jetzt vielleicht noch etwas früh klingen, weil noch nicht mal alles aufgebaut ist und erst seit Mitte Februar der DSA wirklich auch gilt in Gänze. Aber die Erfahrungen, die die Kommission und die nationalen Behörden machen werden, die sind wichtig, um auch wirklich eine Evaluierung des DSA vornehmen zu können und zu fragen, hilft er den Menschen wirklich dabei, transparenter und sicherer sich im digitalen Raum zu bewegen. Und das sollte aus meiner Sicht auch heißen, dass man nicht davor zurückschreckt, den DSA auch zu verbessern und weiterzuentwickeln. Auch wenn das bedeutet, dass man ihn dann vielleicht nochmal öffnen muss und auch das Risiko eingeht, vielleicht nochmal wieder sich einem Lobbying von Tech-Unternehmen auszusetzen. Aber gerade wenn sowas der Fall sein könnte, ist es umso wichtiger, dass es halt dieses Netzwerk gibt aus Behörden, aus Zivilgesellschaft, aus Wissenschaft, das eben eine Art Gegengewicht ist zu Tech-Lobbying, was möglicherweise kommen könnte. Damit würde ich erstmal schließen. Ich freue mich, wie gesagt, sehr auf Nachfragen, Rückfragen und auf die anderen Beiträge. Vielen Dank erstmal. Super, vielen Dank dir, lieber Julian. Ich habe gleich eine ganz kurze Rückfrage an dich, bevor wir weitermachen. Und zwar der DSC. Du hast das immer so schön mit dieser Abkürzung benutzt. Wer macht das eigentlich in Deutschland? Das wissen vielleicht nicht alle, die hier zuschauen. Und findest du, das ist eine gute Wahl für die Behörde, die das bei uns übernimmt? Ja, danke für die Rückfrage. Das ist bei uns noch nicht komplett entschieden, weil das Gesetz noch nicht ganz endgültig abgeschlossen ist, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass der deutsche DSC bei der Bundesnetzagentur aufgebaut wird. Das ist die Behörde, die sitzt in Bonn, die ist unter anderem für Telekommunikation zuständig und die schon seit Monaten darauf hinarbeitet und sich darauf vorbereitet, dieser DSC zu sein. Ob das gut ist oder nicht, war im Vorfeld lange diskutiert. Aus meiner Sicht ist es die jetzt pragmatische und praktikable Lösung, das bei der Bundesnetzagentur aufzubauen. Ich halte es aber langfristig für sinnvoll, darüber nachzudenken, ob nicht eine eigene Behörde für diese digitalen Fragen sinnvoll wäre. Nicht nur mit Blick auf den DSA, sondern weil auch noch eine ganze Reihe anderer digitalpolitischer Vorhaben auf EU-Ebene kommen, wo die gleichen Fragen zu Aufsichts- und Durchsetzungsthematiken kommen werden. Und das ist eine Frage, die mittlerweile auch in unterschiedlichen Fraktionen und Organisationen diskutiert wird. Ob das in den nächsten Jahren was wird, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall was eine Debatte aus meiner Sicht durchaus nötig macht. Danke für deine Einschätzung. Und ich sehe schon, Tabea lächelt schon. Ich stelle dich noch kurz vor und dann kannst du da auch gleich drauf eingehen. Also, Tabea Rösner ist ehemalige Journalistin und Vorsitzende des Digitalausschusses im Deutschen Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen. Außerdem ist sie Mitglied im Beirat der Bundesnetzagentur sowie in den Beiräten Digitales und Energie des Bundesverbands Verbraucherzentrale, VZBV. Und Tabea, du bist doch zuständig im Bundestag auch für die Umsetzung des DSAs in Deutschland. Wie sieht das genau aus? So lange gibt es das Gesetz ja noch nicht. Und wie siehst du die Rolle der Koordinierungsstelle für digitale Dienste oder des DSCs? Ja, erstmal ganz herzlichen Dank auch Julian für den Input. Da hast du mir natürlich einiges auch vorweggenommen, worauf ich jetzt nicht eingehen muss. Das Gesetz ist in der letzten Sitzungswoche verabschiedet worden im Bundestag und es braucht jetzt nur noch die Verabschiedung im Bundesrat.
Und da wir vorab so gute Vorarbeit geleistet haben, glaube ich nicht, dass es da Probleme gibt. Das heißt, also wenn dann das Gesetz tatsächlich durch den Bundesrat durch ist, kann es dann auch verkündet, veröffentlicht werden und dann auch die Bundesnetzagentur auf gesetzlicher Grundlage endlich dann einstellen, wenn sie dann auch noch genug Geld, Haushaltsberatung steht ja auch noch an, ne, genug Geld hat. Und ich glaube, diese Diskussion, wie die gelaufen ist, und dass dieses Gesetz jetzt so positiv auch, also ich weiß, dass es viele auch zivilgesellschaftliche Gruppen gibt, die das gefeiert haben. Es gibt natürlich immer auch, ne, Kritik, aber das hat daran gelegen, dass wir so früh angefangen haben, so früh uns damit auseinanderzusetzen und auch Julian und andere aus der Zivilgesellschaft sich da mit eingebracht haben, weil das wirklich ein sehr intensiver Prozess war. Ich hatte das Gefühl, meine Kolleginnen und Kollegen sind da nicht ganz so früh eingestiegen, aber deshalb waren wir da auch ein bisschen in der Vorhand und konnten da natürlich auch ganz klar stärker steuern. So, ne? Und wir hatten mit dem Herrn Jungblut aus dem BMDV auch einen ganz tollen Partner, der auch das Gespräch gesucht hat. Und ich weiß, Julian, er war auch mit dir häufig im Gespräch. Ne? Der hat sich das auch wirklich sehr zu eigen gemacht, was wir ihm auch an Input geliefert haben. Und manche Sachen gingen dann aus bestimmten anderen Gründen nicht. Aber ich glaube, das ist ein guter Kompromiss jetzt, um auch loszulegen. Und auch mit der Bundesnetzagentur. Ich meine, ich komme aus der Medienpolitik, ne? Und da widerspreche ich nicht dem Julian komplett, aber es reicht nicht, nur Menschen zu stärken, sondern ich glaube, wir müssen das Netz auch bändigen. Und seit ich 2009 in den Bundestag gekommen bin, habe ich immer für Regulierung gekämpft. Und damals war das eine ganz schwierige Diskussion. Man wollte Innovation nicht irgendwie eindämmen und man wollte nicht groß regulieren. Und wir haben aber festgestellt, dass die großen Player immer größer geworden sind und dass man Machtgefälle hat. Ja, man hat ganz mächtige, große Plattformen und die Nutzerinnen und Nutzer sind diesen Plattformen auch ausgeliefert. Du kannst gar nicht sagen, du bist einverstanden damit, du musst sie einfach akzeptieren, die AGBs, ja. Und diese Plattformen sind halt auch sehr unterschiedlich, ne? Also der DSA adressiert halt auch viele unterschiedliche Plattformen in unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Und das macht das Ganze natürlich auch so ein bisschen schwierig. Wir haben natürlich eine Fülle von Gesetzen im Moment von digitaler Ebene, von europäischer Ebene. Und da ist wirklich viel Arbeit geleistet worden. Der Digital Markets Act zum Beispiel, der ist ja jetzt seit März auch in Kraft. Der soll genau diese Machtdominanzen ein Stück weit brechen. Der DSA, dann ist der Media Freedom Act, EMFA, auf den Weg gebracht worden, wo man ja so ein bisschen ausgleichen wollte, was man beim DSA mit dem Medienprivileg nicht durchsetzen konnte. Ja, da können wir ja auch gleich nochmal drüber diskutieren, weil das ja auch sehr umstritten war, ob man Medienprivileg schafft oder nicht. Das heißt also, Qualitätsmedien privilegiert anzeigen lassen sollte. Ne? Aber gerade die Sorge, die natürlich, und dann haben wir noch jetzt die Verordnung zur Transparenz und Regelung zur politischen Werbung. Das kommt jetzt auch noch. Das ist sozusagen unterhalb des DSA mit angesiedelt, dass gerade vor Wahlkämpfen bestimmte Regelungen gelten, die aber jetzt erst Oktober 2025 in Kraft treten. Das heißt also weder die Europawahl noch die Bundestagswahl im nächsten Jahr dann schon gelten werden. Deshalb ist es wichtig, da auch mit Selbstverpflichtungen, mit den Plattformen und so weiter zu sprechen. Und wir haben den AI Act, der ja auch noch eine Aufsichtsstruktur braucht, wie auch die politische Werbung. Also das heißt, der digitale Dienstekoordinator ist sozusagen auch eine Blaupause. Und die Frage stellt sich natürlich, soll man die Aufsicht im Digitalbereich dann nicht bündeln in diesen unabhängigen Strang der Bundesnetzagentur und die dann irgendwann auch als Digitalbehörde unabhängig stellen. Ja? Also das ist eine Diskussion, die Julian und ich ja auch schon lange geführt haben, weil auf europäischer Ebene zum Beispiel hat die Grüne Fraktion immer auch dafür gekämpft, dass es nicht die Europäische Kommission ist, die die Aufsicht übernimmt, weil das natürlich schwierig ist in dem Bereich, wo es um Inhalteregulierung geht. Ne? Also die Kommission sagt zwar immer, es ist ja keine Inhalteregulierung, sondern man guckt systemische
Risiken, die auf den Plattformen vorhanden sind. Aber natürlich geht es auch um Äußerungen von Meinungen und das ist ein sensibler Bereich und wir müssen einerseits den Meinungsbildungsprozess schützen. Wir müssen aber auch das Recht auf freie Meinungsäußerung schützen, ne? Und wir müssen natürlich auch die Rechte Privatsphäre und so weiter und Menschen die Gelegenheit geben, auch gegen Gewalt, digitale Gewalt vorgehen zu können. Und insofern ist dieser digitale Dienstekoordinator eine wichtige Stelle, die die ganzen bisher schon existierenden Aufsichtsbehörden auf Länderebene, weil die Länder sind ja für die Medien zuständig und die Landesmedienanstalten machen ja schon viel in dem Bereich. Der Datenschutzbeauftragte, dann haben wir die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, wir haben das Bundeskriminalamt, also sind da jetzt schon viele Behörden auch betroffen von dem Anwendungsbereich des DSA. Das heißt, der soll das koordinieren, ne? Denn das ist auch nicht im DSA so festgelegt, in den anderen Gesetzen auch nicht, dass es eine zentrale Behörde geben muss, die das alles beaufsichtigt, sondern dass es eine gute Koordination gibt. Vor allen Dingen auch im Hinblick auf die europäische Ebene, weil daran hat es ja häufig auch gemangelt, dass ne, man versucht hat, in anderen Ländern Recht umzusetzen, wenn zum Beispiel der Sitz von YouPorn auf Zypern ist, die gegen Jugendmedienschutzbestimmungen verstoßen haben und man keine Handhabe hatte, dagegen vorzugehen. So, ne? Also es geht um Rechtsdurchsetzung und es geht um ein sicheres Umfeld, Online-Umfeld, wie Julian schon gesagt hat. Aber ich finde immer wichtig, und deshalb ist mir auch die Frage der Unabhängigkeit so wichtig gewesen, wo wir auch gesagt haben, die wollen wir nochmal stärken in dem Gesetz. Ne? Das muss unabhängig auch in der Aufsicht passieren und der Beirat muss auch gestärkt werden. Deshalb haben wir da auch nochmal deutlich gemacht, es muss einen Auskunftsanspruch geben. Ne? Also mehr als einen Beirat konnten wir nicht durchsetzen, Julian. Aber der Beirat ist ja schon, finde ich, auch gut besetzt mit Wissenschaft und Zivilgesellschaft als die wichtigen Träger. Wirtschaft ist natürlich auch vertreten, aber nur in Verbänden und keine Unternehmen. Und man muss dann gucken, wie es auch tatsächlich in der Anwendung alles funktioniert. Und da komme ich nochmal auf den Haushalt, weil das muss gut ausgestattet sein, ne? Also es nützt nichts, wenn wir eine Aufsichtsbehörde haben und das Recht dann trotzdem nicht umsetzen können, weil es nicht genug Geld gibt dafür. Und das ist gerade ein ganz harter Kampf. Wir sprechen gerade vom Koordinator, von der Leitung dieser Behörde. Von einer A16-Stelle, ja. Und die kann natürlich nicht auf Augenhöhe mit den Behördenleitern aus anderen Mitgliedstaaten auf Augenhöhe diskutieren und verhandeln. Also das ist misslich, deshalb müssen wir da noch ran. Und ich hoffe, dass wir da auch weiterkommen, weil das ist das A und O, ne? Nichts ist so frustrierend, wenn man Gesetze schafft, sie aber dann nicht durchsetzt oder anwenden kann. Und deshalb brauchen wir da natürlich auch die Unterstützung. Auch der Zivilgesellschaft, ja, und hoffen, dass wir da weiterkommen. Ich bin jetzt schon über der Zeit und höre jetzt auf und alle Fragen dann gerne danach. Das schon funktioniert, dass ich mich mal einfach nicht mehr stumm geschaltet habe. Du hast das Signal gesehen. Aber danke, Tabea, das war jetzt ein totaler Rundumschlag. Ich habe dazu auch ganz viele Fragen schon in meinem Kopf. Vielleicht haben unsere Zuschauenden auch Fragen, aber trauen sich nicht, die zu stellen. Das könnt ihr machen über das Q&A-Tool. Das möchte ich gerne nochmal darauf hinweisen. Und da ist auch schon eine Frage, super. Jetzt möchte ich aber gerne auch noch Katja mit in die Diskussion reinholen. Katja Musafiri ist freie Journalistin. Sie arbeitet seit 10 Jahren für die Taz im Bereich Social Media und Community Management. Zwischendurch war sie auch in der Online- und Social Media Redaktion des Missy Magazins. Sie ist nebenbei auch bei den neuen deutschen Medienmacherinnen angebunden und seit letztem Jahr ist sie freie Mitarbeiterin im Projekt Better Post. Dabei geht es um guten Journalismus auf Social Media und die hassfreien Kommentarspalten. Und Tabea, du hast es ja angesprochen, der DSA regelt nicht so richtig Inhalte, aber es geht natürlich schon auch um Inhaltemoderierung. Und die problematischen Inhalte sind ja das, was unsere Kommunikationsräume so ein bisschen kaputt macht. Katja, kannst du aus deiner Arbeit berichten und kannst du uns vielleicht erklären, warum das so ist und warum sich manche Menschen dann auch aus so digitalen Kommunikationsräumen zurückziehen?
Ja, hallo erstmal. Es war schon sehr spannend, hier zuzuhören, dass du ja Sachen, mit denen ich gar nicht die Zeit habe, mich so eingehend zu beschäftigen, weil wir ja die ganze Zeit mit dem Hass in den Kommentarspalten umgehen müssen. Und dazu wollte ich auch gleich mal eine kleine Infofolie teilen. Einen Moment. Weil die NDR ja kürzlich erst die große Studie zu Hass im Netz herausgebracht hat, die auch sehr viel Anklang medial gefunden hat. Dass wir einfach mal wissen, wovon wir hier überhaupt sprechen, wenn es um Hass im Netz geht. Ist es tatsächlich so, dass fast jede zweite Person mittlerweile schon einmal online beleidigt wurde? Also das ist wirklich ein extremes Problem. Ein Viertel der Befragten wurde mit körperlicher Gewalt und 13% mit sexualisierter Gewalt konfrontiert. Und besonders häufig betroffen sind nach eigenen Angaben Personen mit sichtbarem Migrationshintergrund, junge Frauen und Menschen mit homosexueller oder bisexueller Orientierung. Und fast jede zweite junge Frau erhielt bereits ungefragt ein Nacktfoto. Also das sind natürlich Zahlen, die ganz unangenehm aussehen. Und mehr als die Hälfte der Befragten bekennt sich aus Angst im Netz seltener zur eigenen politischen Meinung. 57% haben das geäußert, beteiligen sich seltener an Diskussionen, 55%, und formuliert Beiträge bewusst vorsichtiger. 82% der Befragten fürchten, dass Hass im Netz die Vielfalt im Internet gefährdet. Und mehr als drei Viertel sind besorgt, dass durch Hass im Netz auch die Gewalt im Alltag zunimmt. Und der Großteil, 89%, stimmt zu, dass Hass im Netz in den letzten Jahren zugenommen hat. Und das ist auch was, was wir auf jeden Fall beobachten. Jetzt versuche ich das hier erstmal wieder zu stoppen. Nee, Moment. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus aus der Nummer. Ja, tut mir leid. Einen Augenblick. Ja, bitte helfen. Ah, ja, genau. Also jeden Tag im Zoom, normalerweise geht das, aber hier habe ich es nicht gefunden. Genau, also das ist natürlich eine Situation, die überhaupt nicht gut funktioniert. Das merken wir auch in den Redaktionen. Wir werden mit Kommentaren überflutet mittlerweile und die sind auch kaum mehr zu handeln und mit den Ressourcen, die wir einfach haben. Und das ist einerseits ein sehr großes Problem, was quasi auch ein Appell an die Medienhäuser wäre, da die Ressourcen freizustellen, weil das einfach in den letzten Jahren natürlich so zugenommen hat, dass mit den bestehenden Ressourcen, mit denen man mal angefangen hat, im Netz und auf Social Media zu arbeiten, leider dem Hass nicht mehr begegnet werden kann und alles letzten Endes mehr oder weniger auf eine Schadensbegrenzung nur noch hinausläuft. Ne, und das Studien zeigen ja auch, dass zum Beispiel Gegenrede oder Ansprache von Nutzenden in den Kommentarspalten auch dort das Klima in eine andere Richtung drehen kann. Und das andersherum, wenn es schon einen sehr rauen Ton im Kommentarfeld gibt, einfach weniger Menschen sich da beteiligen mögen oder Ängste haben, da eben mit zu diskutieren. Und diese Situation können einerseits die Medienhäuser mit verändern, indem sie eben die Ressourcen fürs Community Management stärken. Andererseits natürlich die Politik mit Regulierung und so weiter. Aber dieses Ganze, den Hass im Netz oder den digitalen Raum bändigen, ist ja natürlich auch immer so eine schöne Vorstellung. Der entwickelt sich in rasender Geschwindigkeit und wir fangen jetzt an, ihn bändigen zu wollen, wo schon alles eskaliert ist, sage ich mal. Und während sich KI und soziale Netzwerke die ganze Zeit weiterentwickeln, fangen wir eben erst an. Und das ist sozusagen gefühlt ein Tropfen auf den heißen Stein, ne? Natürlich ist es wichtig, die Strafverfolgung zu stärken und diese ganzen Meldewege und so weiter und so fort. Da würde ich auch an jeden einzelnen Nutzenden appellieren, das alles zu verwenden natürlich, ne? Also das kommt ja alles nicht aus dem luftleeren Raum, ne? Diese ganze Stimmung, die sich im Netz da abspielt, sondern das ist ja auch ein Spiegel der Gesellschaft mehr oder weniger. Vielleicht mit einer Tendenz, die ein bisschen in eine, wie soll ich sagen, in eine ja, krassere Richtung noch geht, als wir sie auf den Straßen bisher erleben. Aber es kommt ja aus der analogen Welt. Ne? Die Menschen sind ja nicht mehr im Netz. Und insofern sollte da auch jede einzelne Person sich wie auf der Straße engagieren, auch im Netz engagieren.
an Diskussionen teilnehmen, respektlose Kommentare melden, versuchen zu widersprechen, wenn man sich traut. Man kann sich auch Initiativen anschließen, die sich da zusammengeschlossen haben, um gemeinsam gegen Hass im Netz vorzugehen. Solche Dinge fände ich eben sehr wichtig. Genau. Danke, Katja, für diesen Realitätscheck auch. Wir haben schon ein paar Fragen aus dem Publikum, da komme ich gleich drauf zu. Jetzt hätte ich noch mal eine Frage an Julian zur Umsetzung. Also, das ist ja ein wichtiger Knackpunkt. Kann das beste Gesetz der Welt, das ist auch noch mit einem Fragezeichen versehen, ob das der DSA überhaupt ist, aber kann ein gutes Gesetz, wenn es nicht vernünftig durchgesetzt werden kann, weil Ressourcen fehlen oder es nicht genug Koordination geben, wie weit kann das reichen? Kannst du uns da ein bisschen zu berichten? Und es gab ja auch schon andere digital relevante Gesetze aus der EU, zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung. Und da funktioniert es mit der Umsetzung ja noch nicht so super. Kannst du uns sagen, ob daraus vielleicht ein paar Lehren gezogen wurden für den DSA und wie sich das unterscheiden soll? Ja, gern. Zumindest so grob der Vergleich mit der Datenschutzgrundverordnung bietet sich wirklich an, weil da die Durchsetzungsfragen auch sehr stark in den vergangenen Jahren immer behandelt wurden. Und ein großer Unterschied zwischen der Datenschutzgrundverordnung und dem Digital Services Act ist die Rolle der Kommission. Wie Tabea ja schon gesagt hat, kann man sich vortrefflich darüber streiten, ob es wirklich so gut ist, dass es jetzt ausgerechnet bei der Kommission ist. Aber was scheinbar Konsens war, dass es auf der EU-Ebene ist. Das jetzt, wie gesagt, bei der Kommission oder einer unabhängigen Behörde ist was anderes, aber es ist eben nicht den Mitgliedstaaten allein überlassen, sondern es ist eine Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission, also der EU-Ebene, den DSA durchzusetzen. Was die sehr großen Online-Plattformen angeht. Das sind diese Plattformen mit mehr als 45 Millionen Nutzenden in der EU im Monat. Instagram, Facebook, Pornhub, Amazon. Solche Namen. Und dass man da eben einen gemeinsamen EU-weiten Ansatz hat, ist ein großer Unterschied zur DSGVO, zur Datenschutzgrundverordnung. Und zu dem Punkt davor, generell zur Umsetzung, das würde ich auch halt nochmal betonen, selbst das beste Gesetz, und hast du auch richtig quasi gesagt, ob der DSA jetzt das beste Gesetz ist, sei wirklich dahingestellt. Aber selbst wenn es das perfekte Gesetz wäre, würde es ja nichts bringen, wenn es nicht vernünftig durchgesetzt wird. Und deshalb habe ich auch halt diese Zusammenarbeit zwischen den Behörden, mit Zivilgesellschaft, mit Wissenschaft, mit den Nutzenden selbst, mit FaktencheckerInnen, mit anderen Organisationen so betont, weil die eben alle eine Rolle spielen. Und deshalb würde ich da auch gerne nochmal Katja in jedem Fall zustimmen, ne? Die Regulierung kann halt immer wirklich nur ein Teil des Puzzles sein, aus meiner Sicht. Wenn wir das so sehen, wir wollen das Bild schaffen, irgendwie den digitalen Raum bändigen oder Menschen stärken oder wie auch immer, dann spielt Regulierung eine Rolle, guter Journalismus spielt eine Rolle, Forschung spielt eine Rolle, Engagement von Organisationen, von Nutzenden spielt eine Rolle. Das sind alles Sachen, die ineinander greifen müssen. Und ich glaube, das hat Katja nochmal ziemlich gut unterstrichen, dass da eben man sich nicht darauf verlassen darf, ah, jetzt kommt hier das eine coole Gesetz und damit wird auf einmal alles gelöst. Das ist nicht der Fall. Genauso wenig ist aber auch der Fall, was manchmal in den Bundestagsdebatten kam, da kann Tabea sicher ein Lied von singen, so das genaue Gegenteil. Ah, hier kommt jetzt die EU und die Bundesrepublik Deutschland und alle möglichen anderen Länder und zensieren alles weg, was ihnen nicht passt. Das sind so zwei Pole, die bei dem Digitaldienstengesetz beim DSA gesehen werden, die aus meiner Sicht beide nicht stimmen. Und irgendwo in der Mitte liegt wahrscheinlich die Wahrheit und das passiert und da hinzukommen, gelingt halt nur, wenn wirklich alle an einem Strang ziehen, aus meiner Sicht. Danke, Julian. Tabea, kannst du da auch noch drauf eingehen, über die Wahrnehmung des DSA im Bundestag? Und hier ist auch noch eine Frage von jemandem zur Ausstattung der Behörden. Also die Frage ist, ob es nicht sinnvoller ist, mehr Mitarbeiter durchzuboxen, die dann die Aufgaben konkret bearbeiten, anstatt dass die Leitung eine bessere Gehaltsstufe bekommt. Vielleicht kannst du da auch noch mal drauf eingehen, was so eine personelle und Ressourcenausstattung überhaupt heißt und was sinnvoll ist.
Also ich gehe da gern drauf ein. Ich möchte nur noch mal das Grundsätzliche auch noch mal kurz ansprechen. Also Politik hat ja die Aufgabe, den Meinungsbildungsprozess zu gewährleisten, den freien Meinungsbildungsprozess. Und da sind natürlich viele Risiken mit verbunden, wenn sich Leute zum Beispiel aus dem Diskurs rausziehen, weil es Gewalt gibt, weil es heftige Kontroversen gibt und einen Ton, den man sich in seiner Freizeit einfach auch nicht aussetzen will. Das kann man ja auch verstehen, ne? Und wenn die Zahlen so sind, ne, gerade auch Frauen, marginalisierte Gruppen oder ne, bestimmte Attribute, keine Ahnung, ne? Also wenn man da keinen Bock hat, kann ich das gut verstehen. Aber das führt natürlich dazu, dass die Debatten sich verschieben. Ja, wir haben eine Diskursverschiebung, die sehen wir ja schon. Und insofern finde ich auch, dass wir zu spät reguliert haben. Und bei der Medienpolitik, kommen ja ursprünglich aus der Medienpolitik, hat man halt immer ex ante gemacht, ne, da, weil die Gefahr verhindert werden sollte, dass es einen Missbrauch dieser Medien, dieser Massenkommunikation gibt, so wie das dann damals die Nationalsozialisten gemacht haben. Ne? Das ist ja der Grund, warum die Gefahr von vornherein minimiert werden soll. Und das ist natürlich unglaublich schwer im Nachhinein, wenn die Plattformen sich so entwickelt haben. Ja, und wir haben immer das Gefühl gehabt, wir hinken auch hinterher, ne? Und die Entwicklungen sind so schnell jetzt auch mit Algorithmen, mit KI und so weiter. Deshalb finde ich jetzt auch den AI-Act vom Ansatz her richtig zu sagen, wir gehen nicht auf eine Technologie oder so oder ein Geschäftsmodell, sondern es ist ein risikoabgestufter Regulierungsbereich, ne? Ob das dann immer so funktioniert, das muss man dann sehen. Aber letztlich ist der demokratische Diskurs massiv unter Druck. Ich kriege jeden Tag ganz viele Mails von Leuten, die sich da Gedanken machen um unsere Demokratie. Und gleichzeitig erleben wir natürlich auch in Krisenzeiten, dass sich Diskurse verengen. Ja, und dass die Wahrnehmung so ist, dass eben nur bestimmte Meinungen der Mainstream sind, so, ne? Und da muss man auch dagegen arbeiten. Also die Meinungsvielfalt zu erhalten, ist eine wichtige Aufgabe auch der Politik. Ja, und ich finde, das hat sie in der Vergangenheit nicht besonders gut gemacht. Aber Katja hat sich dazu schon gemeldet. Um noch ganz kurz den Bogen zu der Diskussion im Bundestag zu schließen. Ja, also das wird genau deshalb, ne, hier wird Meinungsfreiheit eingeschränkt, es geht darum zu zensieren, es gab ja auch schon viele Sperrungen und das hat natürlich in der Vergangenheit auch zum Teil nicht die Transparenz immer ge gebracht, ja. Ich habe zum Beispiel jetzt im Vorfeld der Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz viele Gruppierungen, Ortsverbände, Kreisverbände von Bündnis 90 Die Grünen unterstützt dabei, dass ihre Auftritte bei Facebook wieder sichtbar waren. Die waren gesperrt. Also da muss irgendjemand die gemeldet haben, ja, und dann ist dieses Verfahren. Und das kann ja nicht sein. Also das ist ja eine Diskriminierung von der Wahl, wenn bestimmte Gruppierungen, Parteigruppierungen nicht mehr sichtbar sind. Das darf nicht sein, ja. Und dafür müssen wir natürlich gewährleisten, dass es funktioniert. Was die Stellen angeht, ich bin völlig dafür, dass wir das besser ausstatten. Das wird nur eine harte Auseinandersetzung sein. Und ich will ja nicht nur, dass die Leiterin besser gestellt ist, aber sie sollte auf jeden Fall auch durchsetzungsstark sein in Bezug auf die anderen Mitgliedstaaten. Und deshalb sollte sie da auf Augenhöhe agieren können. Und wenn da irgendwelche irgendwas Besoldungen aus den anderen Ländern mit einer A16-Leitung sprechen, die nehmen die dann oft nicht ernst. Also das ist so eine Verwaltungsgeschichte, die, finde ich, nicht ganz außer Acht gelassen werden darf. Aber natürlich braucht die Stelle, der Koordinator, genügend Leute, die gut ausgestattet sind insgesamt. Es soll auch ein Kommunikationssystem geben, das einfach ist. Die Beschwerden müssen mit einer Schnittstelle so sein, dass die Leute sie gut erreichen können, es einfach ist, zugänglich und so weiter. Da hatte der VZBV auch nochmal drauf gedrängt. Also das sind alles Dinge, die natürlich in den Haushaltsberatungen nochmal anstehen, um das zu verbessern. Letztlich hat das BKA dann irgendwie viele Stellen bekommen, weil sie ausgerechnet haben, dass sie unheimlich viele Anwendungsfälle haben werden. Ich halte das für ein Gerücht, aber wir mussten uns dann, um auch des lieben Friedens willen, damit erstmal jetzt so zufrieden geben, dass wir
gesagt haben, in den Haushaltsberatungen heißt es dann darum kämpfen, dass die Stellen da besser ausgestattet werden. Danke, Tabea. Katja, du hast das Wort. Ja, ich wollte gerade noch mal auf das Thema Diskursverschiebung eingehen, ne? Also die Politik hat da vielleicht nicht nur versäumt zu regulieren frühzeitig genug oder ja, ausreichend genug, sondern eben auch sich zu beteiligen auf den sozialen Netzwerken, an den Diskursen, die da stattfinden, ne? Wir sehen da am Beispiel AfD auf TikTok beispielsweise, die da einfach die erfolgreichste Partei sind mittlerweile, denen einfach das Spielfeld quasi überlassen wurde, die 16- bis 19-Jährigen, die da in der Hauptsache unterwegs sind, mit ihren Inhalten zu beschallen, ja, und andere Parteien haben sich einfach viel zu lange auch zurückgehalten, haben sich auch auf die ganze Social Media Logik zu wenig eingelassen, würde ich sagen, an der Stelle. Und kommen jetzt langsam nach. Auf TikTok ist das vielleicht nicht ganz so problematisch, da kann man ja jederzeit noch viral gehen und eine riesen Followerschaft aufbauen und so weiter. Und das Kanzleramt ist ja diese Woche da auch an den Start gegangen. Aber das ist natürlich auch ein Bereich, der sehr wichtig ist, dass die demokratischen Inhalte eben auch auf den so sozialen Netzwerken ausreichend stattfinden überhaupt. Ja, und nicht eben solchen Playern übernommen werden, die dann die Diskurse eben in eine Richtung verschieben, die unsere Gesellschaft nicht gut tut. Danke, Katja. Hier ist gleich auch noch eine neue Frage reingekommen. Vielleicht willst du dir direkt beantworten. Jemand fragt: Als Journalistin stehe ich oft vor dem gleichen Problem. Nicht mehr zu bändigender Hass in den Kommentaren. Gesetze ändern sich extrem langsam. Darauf kann man nicht warten. Was können Journalistinnen tun, um einen hassfreien Diskurs zu fördern? Außer melden auf Plattformen, die das meistens wieder eh nicht drauf reagieren. Kannst du und gerne ihr anderen auch, könnt auch gerne darauf reagieren. Ja, also jetzt weiß ich nicht, ob die Person an eine Redaktion angebunden ist oder nicht. Ne? Es sind ja oft auch redaktionelle Entscheidungen, die da mit umgegangen wird oder manchmal auch natürlich Vorgaben, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, ne, darf natürlich auch nicht einfach geblockt und versteckt werden, sondern der Diskurs muss da noch weitaus offener gehalten werden als bei uns bei der Taz zum Beispiel, ne, die dann natürlich leichter auch mal einfach Kommentarstränge schließen können und einzelne Personen blocken können und so weiter. Insofern fällt mir da nicht mehr ein, als eben, wenn Ressourcen vorhanden sind, natürlich die Community zu stärken und gut aufzubauen, also eine gute Moderation zu gewährleisten, weil das dann auch wieder dazu führt, dass sich die Menschen in den Kommentarspalten wohler fühlen. Und ne, also ich merke, dass wir haben zum Beispiel unser Hauptaugenmerk auf Instagram und da haben wir weitaus weniger mit Hass zu tun als beispielsweise auf Facebook, wo wir einfach die Flut der Kommentare teilweise nicht mehr in ausreichender Form moderieren können. Und das merkt man eben sofort. Ne? Dort, wo man viel Arbeit und Zeit und Energie reinsteckt, funktionieren die Debatten oft noch etwas in etwas besserer Form als auf anderen Netzwerken, die man dann vernachlässigt. Danke für das Beispiel auch aus deinem Arbeitsalltag. Tabea, du willst da auch noch mal drauf eingehen? Ja, ich wollte Katja fragen, ob denn die Taz auch bei TikTok ist. Das Problem ist natürlich so ein bisschen, ich hatte tatsächlich einen Praktikanten, der hat gesagt, komm, lass uns auf TikTok gehen. Und ich habe es versucht und habe gemerkt, das ist nicht die Art, wie ich kommunizieren kann. Und das musste natürlich auch professionell machen. Ich weiß auch nicht, ob der Kanzler mit seiner etwas sehr trockenen und unlustigen Art unlocker tatsächlich auch da die große Fangemeinde bekommen wird, ja. Und wir haben das sehr lange diskutiert, leider ein bisschen zu lange, das stimmt, ja. Das ist ja immer so ein Zwiespalt, wenn man sich dieser Plattform dann, sich dieser Plattform auch ein Stück weit beugen, ja, sich darauf einlassen oder nicht. Und das, was passiert ist, ist natürlich wirklich auch krass, wenn man sieht, wie junge Leute auch AfD sprechen, wenn ich in Schulen bin und so, ne, genau dann natürlich aus solchen Zusammenhängen haben. Deshalb, und TikTok war auch nicht unproblematisch, was jetzt auch den Datenschutz und sensible Sachen anging, ne? Deshalb
Wir haben das jetzt entschieden als Partei, als Fraktion. Einige Abgeordnete machen das. Ich finde, die Jüngeren können das wahrscheinlich auch viel besser als ich jetzt so. Aber es ist auf jeden Fall geplant, da stärker da zu sein und dann aber auch die unterschiedlichen Infrastrukturen zu haben, dass man eben nicht dann die Daten abgreifen kann und so. Das sind halt schon sensible Bereiche, ne? Aber natürlich reicht es ja nicht nur, dass Politik da ist, sondern es müssen Inhalte da sein, Inhalte, die interessant gestaltet sind. Und ich bin ja als ehemalige Journalistin auch echt so ein bisschen zwiespältig. Ja, verändert sich jetzt der Journalismus in die Richtung, dass nur noch auf die Netzlogiken sozusagen geachtet wird, um journalistische Inhalte zu produzieren? Das finde ich zum Beispiel auch problematisch, ne? Also ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht. Vielleicht kannst du das, Katja, auch nochmal erklären, wie ihr da das macht, ne? Ob ihr dann gezielt auch auf Instagram nochmal das anders formuliert, anders fokussiert, kürzer oder wie auch immer gestaltet, ne? Und wie die Diskussionen sind, was neue Plattformen wie TikTok angeht. Ja, also das ist natürlich wichtig, dass man sich an die Logiken der Plattform ein Stück weit anpasst. Aber man muss jetzt natürlich nicht wie die AfD dieses ganze Reißerische, ne, nur weil es gut funktioniert und vom Algorithmus gepusht wird, übernehmen. Also es ist natürlich wichtig, dass man trotzdem nüchtern und sachliche Informationen transportiert oder richtige Informationen auf jeden Fall. Und das macht die AfD ja leider überhaupt nicht auf dem Kanal und das funktioniert leider sehr gut. Aber es ist, denke ich, auch nicht nötig, dass der Kanzler jetzt irgendwelche TikTok-Tänze mittanzt, um dort gesehen zu werden, ne? Also die junge Generation ist ja da auch weitaus offener für verschiedene Arten von Inhalte, als man vielleicht annehmen mag, ne? Viele halten TikTok ja für so eine Quatschplattform, wo nur unsinnige, schnell geschnittene Videos kommen. Aber es gibt ja da auch ganz viele Aufklärungsformate beispielsweise, ne? Und Bildungsformate, die auch, also mein Kind ist 13 beispielsweise und folgt da einem Anwalt beispielsweise, ja, der dann ganz sachlich, aber natürlich in dieser TikTok Form, ne? Dass dann so Dinge eingeblendet werden, schnellere Schnitte sind und es jetzt kein Langspielformat ist oder so, aber der dann eben die Interessen der Generation aufgreift und über einzelne Aspekte aus der juristischen Welt aufklärt. Das ist schon ganz spannend. Und ich glaube, man kann da wirklich viel machen. Und das Schlimme ist ja im Grunde, also man muss es irgendwo auch machen, weil das die einzigen Orte sind, wo man diese Generation überhaupt erreicht. Also die kaufen keine Zeitungen und informieren sich mal, was die Grünen gerade für Gesetze beschlossen haben beispielsweise, sondern die nutzen ja TikTok wie Google heutzutage oder Wikipedia. Wenn die eine Information wollen, dann geben die das oben ein und, ne, gucken sich ihr Video dazu an. Und das ist eben, und auch diese etablierteren oder älteren Netzwerke wie Facebook, Instagram und so weiter, benutzt die ganz junge Generation ja überhaupt nicht mehr. Also um gesehen zu werden und um demokratische Inhalte dieser Generation auch näher zu bringen, ist das, glaube ich, wichtig, an die Orte sich zu begeben, wo die sich auch aufhalten und ein Stück weit auch deren Ästhetik, sage ich mal, mitzumachen. Aber natürlich muss man dabei glaubwürdig und authentisch bleiben, das ist klar. Macht Sonst die Taz das denn? wir machen das jetzt auch inzwischen. Wir probieren ein bisschen rum. Wir sind noch in der Findungsphase, aber es gibt ganz viele Kolleginnen im Team, die richtig Spaß daran haben. Und genau, wir versuchen da jetzt eben auch mit dieser Reclaim-TikTok-Kampagne beispielsweise. Da wird ja versucht, den rechten Inhalten was entgegenzusetzen. Und das versuchen wir beispielsweise auch. Also da so ein Stück weit Aufklärungsformate auch jetzt zu entwickeln. Und natürlich nicht über jedes Stöckchen, was die AfD jetzt schmeißt, zu springen und zu sagen, ach, das hat die AfD jetzt gerade gemacht und das war ganz schlimm, sondern eher andersherum auch heranzugehen und zu sagen, ne, also so sollte es eigentlich sein und hier ist ein schlechtes Beispiel, nämlich die AfD zum Beispiel, ja, also das ist ja auch ganz wichtig. Danke, Katja. Jetzt haben wir eine Frage, die da schon ganz lange rumliegt. Und zwar, ist es absehbar, dass sich Plattformen, insbesondere Social-Media-Plattformen, eventuell aus Europa zurückziehen, falls über Werbekampagnen keine relevanten Einnahmen mehr zu erwarten sind? Das zielt so ein bisschen auf das Geschäftsmodell von Plattformen ab, das ja auch nicht ganz unproblematisch ist.
Und jetzt stelle ich noch gleich eine hinten dran, und zwar Reclaim TikTok. Das klingt gut. Könnten wir auch Reclaim Twitter machen? Da fragt nämlich jemand, dass Twitter so verroht ist unter Elon Musks und ob jetzt vielleicht durch den DSA es wieder dazu kommen könnte, dass mehr Nutzerinnen zu Twitter zurückkommen und den Diskurs wieder auf eine bessere Ebene bringen könnten und nicht dem Hass im Netz das Feld überlassen. Was denkt ihr dazu? Könnt gerne einfach loslegen. Also zu Twitter würde ich mich gleich mal äußern, weil ich da eine starke Meinung habe und irgendwo glaube, das ist verloren. Also, ne, ich habe das Gefühl, TikTok ist noch so eine junge Plattform, da kann man noch was machen und die Diskurse verändern. Aber ich glaube, mit Twitter können wir irgendwo abschließen, weil also dieser Ton, wenn ich das morgens aufmache und wirklich, wir haben ja dann eigentlich Postings oder Informationen, die wir da geteilt haben, die auf anderen Plattformen sehr viel positive Reaktionen hervorrufen, kriegen auf Twitter auf jeden Fall immer noch Hass und ganz schlimme Kommentare ab. Ich glaube, das ist vorbei. Es sei denn, da gibt es noch mal einen Wechsel. Elon Musk verkauft wieder. Also ich habe jetzt noch nicht gehört, dass sich irgendwelche Plattformen aus Europa zurückziehen, weil ja auch die Werbeeinnahmen nach wie vor fließen. Also es ist ja nicht verboten, Werbung zu machen. Sie soll eingeschränkt werden. Und da muss ja auch die EU erstmal bei den großen Plattformen auch eingreifen. Ja, das ich hatte heute ein Gespräch, da ging es um die Geschäftsmodelle von diesen neuen chinesischen Plattformen, die noch nicht mal als Very Large Online Plattformen eingestuft sind, ja, die aber da zum Beispiel auch problematisch sind. Also das habe ich jetzt noch nicht gesehen oder gehört, was Twitter angeht. Also ich bin ganz lange schon auf Mastodon und ich habe auf Mastodon inzwischen auch eine recht hohe Reichweite, meine ich behaupten zu können, weil ich eben schon so lange da bin. Aber es hat natürlich überhaupt nicht den Effekt wie auf Twitter, ne? Also da gibt es inzwischen auch Diskussionen. Bei Twitter bin ich nach wie vor, weil ich habe da 14.000 Follower. Das ist dann schon hart, wenn man das einfach aufgibt. Und ich finde, wir sollten das Netzwerk auch nicht alleine den Rechten überlassen. Ja? Also da gilt ja im Grunde das gleiche Argument wie für TikTok, für die Jugend ist Twitter für eine bestimmte Blase auch wichtig. Ne? Aber man darf natürlich auch, also ich finde, man darf es auch nicht überschätzen. Das passiert in der politischen Blase natürlich häufig. Was Twitter angeht, ist das natürlich eher ein Netzwerk, wo ja nicht Hinz und Kunst drauf ist. Das sind ja eher politische Entscheiderinnen, Presse, Journalistinnen und so, Zivilgesellschaften. Ne? Das ist ja mehr so eine Bubble, als dass da jetzt wirklich eine große Reichweite in die Bevölkerung erzielt werden könnte. Das ist bei TikTok tatsächlich dann ein bisschen anders. Aber ganz aufgeben, finde ich, sollte es nicht. Wir hatten jetzt tatsächlich X bei uns im Digitalausschuss und da hat man deutlich gesehen, was passiert, wenn man keine Ansprechpartner mehr vor Ort hat und wenn man an der Content-Moderation einspart. Da hoffe ich, dass die EU-Kommission da auch bald einschreitet, ne? Also wir haben gesehen, es gab natürlich da auch einige Videos oder Inhalte, die im Rahmen nach dem 7. Oktober rumgingen. Es gab aber auch da Einordnungen. Das fand ich ganz interessant. Das hat Twitter dann selber auch gemacht, ne, und hat gesagt, das ist ein Bild aus einem anderen Zusammenhang oder so. Solche Einordnungen gab es da erstaunlicherweise. Aber diese Content-Moderation, die muss natürlich gewährleistet werden, auch in unterschiedlichen Sprachen. Und im Deutschen und im Englischen haben sie noch einige Content-Moderatoren. Aber zum Beispiel im arabischen Raum, in Polen gibt es, glaube ich, einen einzigen, der Polnisch spricht. Ne? Das kann es nicht sein. Da haben wir ja auch schon festgestellt, was das für Verwerfungen mit sich bringt, wenn die Content-Moderation nicht gut funktioniert. Also da wird dann hoffentlich auch die EU-Kommission Twitter da verdonnern, dass die da stärker wieder aktiv werden müssen. Danke, Tabea. Jetzt haben wir hier noch eine Nachfrage an dich, Katja. Und zwar fragt jemand, verstehe ich es richtig? Die Empfehlung ist, auch wenn es sehr zeitintensiv und teilweise unangenehm
ist, bewusst und aktiv in die digitale Diskussion zu gehen, weil sich Hass und populistische Kommentare dadurch am besten moderieren und bändigen lassen. Diese Person arbeitet in einer NGO, in der Kommunikationsabteilung, und die scheuen sich so ein bisschen, das zu machen, weil ihnen einfach, weil sie davon Angst haben, dass sie das nicht bändigen können und da einfach auch nicht die Kapazität personell und zeitlich da ist, das zu leisten. Ja, das ist ja das Problem, was häufig auftritt. Und also ich gehe da auch oft, also gerade NGOs habe ich oft beraten in Social Media Arbeit, in Öffentlichkeit Arbeit und so weiter. Und das ist ja, ne, was da die Ressourcen angeht, das ist ja auch immer so knapp und das ist ja alles nebenbei zu erledigen und so weiter, wo ich jedem nur meinen Hut ziehen kann sozusagen, dass die das überhaupt schaffen und machen unter den Umständen. Aber tatsächlich würde ich das empfehlen, ja, den Kommentarbereich nicht sich selbst zu überlassen, sondern da wirklich reinzugehen, sichtbar zu werden, ne, gerade wenn Angriffe stattfinden oder wenn Fake News im Kommentarbereich kursieren, dass man da natürlich was entgegensetzt, das aufklärt, richtig stellt, dass man Haltung zeigt und sagt, wir akzeptieren diese Art miteinander zu sprechen in unserem Kommentarbereich nicht und so weiter, ist ganz wichtig, auch für die Mitlesenden, die sich vielleicht noch nicht beteiligt haben an der Diskussion, einfach um diese Informationen klargestellt zu haben oder auch zu sehen, okay, hier reagiert jemand, wenn nicht in einem Ton gesprochen wird, der in Ordnung ist. Also respektvoller Ton im Kommentarbereich einfordern, ist auf jeden Fall immer, ja, zu empfehlen. Danke, Katja. Tabea, du willst dazu auch noch was sagen? Ja, ganz kurz. Also ich arbeite ja zum Beispiel auch mit Deutschland sicher im Netz zusammen. Die machen so Workshops, die sagen knallhart, ihr habt die Hoheit über eure Kommentare und ihr müsst da nicht Sachen stehen lassen. Also blocken, löschen, weil das ist das, was sich ja dann immer weiter fortsetzt, ne? Und ich bin auch inzwischen dazu übergegangen, weil ich auch eine Zeit lang dachte, ach ja, sollen sie doch stehen bleiben, ne? Aber das ist nicht gut und das wirft ja insgesamt ein schlechtes Bild dann auf die Arbeit und so, wenn da wirklich Hass und Hetze, ist, wenn da einfach, Behauptungen sind und so. Man muss das nicht stehen lassen und das kostet natürlich dann auch tatsächlich Ressourcen. Deshalb, das nervt mich auch wahnsinnig, weil ich immer denke, ich habe so viel zu tun, da will ich eigentlich gar nicht so viel Zeit und Arbeitskräfte hin lenken. Man kann natürlich auch überlegen, ob man Kommentarfunktionen dann einschränkt, ne? Das ist aber dann wieder blöd für die Sichtbarkeit. Und deshalb ist es so wichtig, dass eben diese Algorithmen transparent sind, damit man auch weiß, wie sie funktionieren. Und nach dem DSA müssen ja auch die großen Plattformen mit mehr als 45 Millionen Nutzerinnen und Nutzern einen Alternativalgorithmus angeben. Das ist noch nicht so breit bekannt, aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, ne, trotzdem eine Sichtbarkeit auch zu bekommen oder auch was in Feed zu bekommen, was anders ist. Aber das löst natürlich das Problem mit den Kommentaren nicht gänzlich. Oder hätte ich gleich mal eine Nachfrage dazu, und sind auch, jetzt sind wieder neue Fragen da, aber ich stelle mal meine Nachfrage trotzdem direkt zu den Algorithmen. Und zwar geht es darum, wie Inhalte im Feed angezeigt werden. Das wird ja quasi durch den Algorithmus vorgegeben, und oft wird gesagt, dass die Plattformen das so designen, dass wir so möglichst lange auf der Plattform bleiben, weil so verdienen sie ihr Geld mit unserer Aufmerksamkeit. Macht der DSA dazu was Konkretes? Du hast gerade schon dieses Alternativmodell angesprochen, Tabea, um dieses suchtfördernde Design irgendwie zu stoppen, oder die polarisierenden Inhalte, die funktionieren ja auch super gut auf Social Media. Macht der DSA irgendwas dazu, um dem entgegenzutreten? Und was gibt es da so für Lösungsmodelle? Nicht unbedingt nur im Gesetz, sondern auch aus der Forschung von NGOs. Kann Julian vielleicht auch noch drauf eingehen? Also, wir hätten uns beim DSA gewünscht, dass man viel härter in Richtung Micro-Targeting ein Verbot ausgesprochen hätte. Ja, das hätte auch gerade was, ne, du kriegst ja das zugespielt, was deinen Interessen irgendwie zuträglich ist, was du dir schon angeguckt hast, dann kriegst du ja immer wieder gleich Inhalte zugespielt. Und natürlich sind so polarisierende, das haben wir ja beobachtet,
polarisierende Inhalte, wo es dann ganz heftig geht, ne? Was natürlich einen gewissen Unterhaltungsfaktor für bestimmte Leute hat. Das wird dann in den Time-Feeds oben angezeigt. Aber das ist so schwer nachweisbar. Und deshalb haben wir gesagt, es ist ja ganz wichtig, dass die Forschung Zugang zu den Daten hat, um genau diese Sachen aufzuzeigen. Insgesamt sind die Plattformen verpflichtet, Transparenz herzustellen, wie diese Feeds zustande kommen. Und dann wird es natürlich darum gehen, sind sie dann korrekt in dem, was sie angeben? Hat man tatsächlich Auswahlmöglichkeiten? Wie selbstbestimmt kannst du sozusagen dann dein Profil einrichten? Und ja, diese Dark Patterns und suchtfördernde Muster, da gibt es schon Einschränkungen. Aber auch da hätte ich mir mehr gewünscht. Und da hoffe ich, dass wir vielleicht in der nächsten EU-Kommission ein Fair by Design Act bekommen. Das haben wir jetzt als Bundestagsfraktion nochmal erarbeitet, wo es überall noch Missstände gibt und dass vielleicht die EU-Kommission in die Richtung nochmal weiterarbeitet. Ja, cool. Danke. Tabea, willst du auch noch was zu den Alternativmodellen sagen, Julian? Ja, so viel zu ergänzen habe ich gar nicht. Ich wollte auch hier nochmal einfach darauf aufmerksam machen oder unterstreichen, was Tabea meinte. Also es gibt diese Vorgabe im DSA, dass Leuten erklärt werden muss, wie funktionieren überhaupt die algorithmischen Empfehlungssysteme? Wie funktioniert die Inhaltemoderation? Sind die AGB irgendwie leicht verständlich gemacht? Aber auch hier wieder der Punkt von dem, was wir eben besprochen haben, das ist alles schön und gut auf dem Papier, aber wenn es den Leuten am Ende nichts hilft, dann ist es halt einfach nur ein Papier. Und deshalb so wichtig, dass es eben Leute aus der Forschung, aus der Zivilgesellschaft und natürlich auch aus den Behörden gibt, die diese Transparenzvorgaben auch wirklich checken, ob die eingehalten werden. Wenn man irgendwie 20 Transparenzberichte von den Plattformen hat, die aber nicht gelesen werden oder vielleicht werden die gelesen, aber die Leute sind einfach völlig überfordert und überlastet, weil nicht genügend Leute da sind, ist das halt schwierig. Und deshalb ist, glaube ich, so dieser Anspruch des DSA, die Transparenz zu schaffen, der erste Schritt. Aber der zweite und wichtige nächste Schritt ist eben, was machen wir mit dieser Transparenz? Hilft das wirklich den Leuten in ihrem Alltag? Und da jetzt, um nochmal auf deine andere Frage konkret einzugehen, diese alternativen Systeme, da ist einfach die Vorgabe, dass neben algorithmische Empfehlungssysteme, die auf unserem Online-Verhalten, auf der Überwachung unseres Online-Verhaltens basieren, dass da auch Alternativen angeboten werden müssen. Das heißt nicht, dass Leute das auch nutzen müssen, aber das Angebot ist immerhin da. Und das ist für mich so ein ganz, ganz vielversprechend an, zu sagen, okay, halt einfach Leuten mehr Auswahlmöglichkeiten zu geben. Es ist keine Vorschrift, es ist streng nicht die irgendwie die Arbeit der Plattform irgendwie über Gebühr ein. Es erfordert keine riesigen Sachen für den Nutzenden. Wenn sie das nicht wollen, dann machen sie es halt einfach nicht. Aber auch hier nochmal die Sache, wenn sowas halt nicht bekannt ist, wenn sowas tatsächlich nicht umgesetzt wird, weil die großen Plattformen sich da wie rausfinden oder so, dann wird es nichts bringen. Und deshalb ist es so wichtig, dass irgendwie in den nächsten Monaten halt wirklich alles durchgesetzt wird. Danke, Julian. Jetzt fragen hier im Q&A auch noch Zuschauerinnen nach Workshops zum Thema für Journalistinnen, aber ich glaube auch generelles Interesse besteht dazu, wie man mit solchen Inhalten und solchen Kommentaren besser umgehen kann. Vielleicht könntet ihr das einfach da schon, wenn ihr Links habt, dazu das reinposten oder gerne auch dazu was berichten. Ich sehe, Katja, du hast dich schon laut Genau. geschaltet. Ich freue mich über die Frage, weil das wollte ich ja schon die ganze Zeit gesagt haben. Bei den neuen deutschen Medien machen wir ja gerade so ein Projekt Better Post, an das ich auch angeschlossen bin. Und da wurden redaktionelle Social Media Posts untersucht und die Zusammenhänge analysiert zwischen der Sprache und den Bildern in den Posts und der Hetze und dem Hate in den Kommentaren. Und auf Grundlage dieser Informationen oder dieser Ergebnisse, die da herausgefunden wurden, ich kann so viel schon mal verraten, es gibt natürlich einen Zusammenhang, werden jetzt auch Workshops konzipiert und die werden für journalistische Redaktionen angeboten. Genau, zur Sensibilisierung, zu einer differenzierten Berichterstattung auf Social Media. Also da könnt
Diejenigen, die sich dafür interessieren, können da gern auf der Seite der Neuen Deutschen MedienmacherInnen sich informieren. Und der erste Workshop zum Thema wird auf der Republika in diesem Jahr stattfinden. Da bin ich auch dabei bei diesem Workshop. Und genau, da kann man sich das schon mal anschauen. Das ist dann so eine kleine komprimierte Version dieser Workshop-Reihe, die wir da vorstellen. Ah, super cool, danke. Also Neue Deutsche Medienmacherin und Republika. Das wird ja auch oft gestreamt und ist dann auf YouTube verfügbar. Deswegen kann man da das dann vielleicht auch nochmal nachgucken. Ich hätte jetzt mal noch eine Nachfrage an Tabea. Und zwar, vorhin in deinem Eingangsstatement hast du über das Medienprivileg geredet, nur ganz kurz. Kannst du das nochmal kurz einordnen? Was ist das überhaupt und warum ist das wichtig? Und ich habe das so im Zusammenhang mit Desinformation abgespeichert und das ist da auch Kritik gab zu diesem Vorschlag aus der Szene. Kannst du das erklären? Und Julian, du bist ja auch Desinformationsexperte, vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen. Also es war die Frage bei der Diskussion um den DSA, ob man eine Vorschrift schafft, dass die Qualitätsmedien in den Feeds bei den Plattformen privilegiert werden. Ne? Also im Medienrecht kennt man das auch, ne? Dass es Privilegierung gibt oder dass bestimmte Sachen neutral gehandhabt werden müssen. Aber in dem Falle war es so, die Frage, also dass es nicht nur dieses must be found, sondern must be carry, also es muss halt transportiert werden und es muss sichtbar sein. Und dann hat sich dann direkt aber die Diskussion angeschlossen, ja, Moment mal, wer ist denn alles eigentlich Qualitätsmedium? Ja, wen nimmt man da eigentlich auf? Es gibt auch eine Liste, die, glaube ich, die Landesmedienanstalten mal gemacht haben, die KEK oder so. Das sind so viele, ne, da ist dann auch Bild dabei. So kann man sich darüber streiten, ob Bild ein Qualitätsmedium ist oder nicht. Aber ne, also die Grenze zu ziehen ist halt unglaublich schwer in dem Bereich. Und deshalb hat man damals sich dagegen entschieden, hat aber dann überlegt, wie kriegt man in dem Media Freedom Act eigentlich hin, schafft man da ein gewisses Privileg. Ich bin da jetzt nicht ganz so tief drin, aber ich meine, es gibt so eine Kompensation für den DSA, dass da die Qualitätsmedien sich, also diese Liste, die ist, glaube ich, aufgrund dessen auch erstellt worden. Aber das ist natürlich auch so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also weil wer kommt dann vor, wer kommt nicht vor? Du kannst ja auch nicht die Nutzerinnen und Nutzer sozusagen prügeln, irgendwelche Sachen zu sehen. Das ist ja schon auch ein Eingriff, ne? Also letztlich muss etwas verfügbar sein, aber die Menschen haben immer noch die Eigenverantwortung oder auch die Entscheidungsmöglichkeit, ob sie etwas wahrnehmen wollen, ob sie sich informieren wollen oder nicht. Es gibt einige Diskussionen, wie man insgesamt vielleicht da noch stärker eingreifen könnte. Also wir hatten ja Martin André auch schon mal bei der Böll-Stiftung, der hat ja dieses Buch sehr provokativ, Big Tech muss weggeschrieben und hatte auch ein paar sehr steile Thesen. Ich finde einige Vorschläge oder einige Diskussionen, die er anregt, schon auch diskussionswürdig, weil er sagt, ne, die Zeitungsverlage, wenn man sich die Qualitätsmedien anguckt, die haben eigentlich gar keine Chance. Ja, und wir sehen ein Zeitungssterben, gerade im regionalen Bereich. Wie schaffen wir es eigentlich, diese Dominanz der großen Plattform ja, ein bisschen zu brechen und dafür aber Medien, die am Meinungsbildungs Prozess beteiligt sind, die denen gewährleisten, eine Chance zu geben, auch zu existieren. Ne? Und das ist keine ganz einfache Frage, weil wir eben Plattformen haben, die ja keine Medien in dem Sinne sind. Ne? Also das ist ja immer so die Diskussion, wir haben ja einen Player mehr sozusagen, der eine Infrastruktur bietet, aber auch manchmal eigene Inhalte. Und das macht es auch so schwer in der Regulierung. Danke, Tabea. Was sagst du zum Medienprivileg, Julian? Bei der ganz genau Einordnung zum European Media Freedom Act halte ich mich auch zurück, weil ich mich damit nicht gut genug auskenne. Aber ich würde trotzdem auf deine Frage antworten, und zwar auf den Teil, wo du meinst, was so die Leute, die sich mit Desinformation auseinandergesetzt haben, was die schon bei der DSA-Debatte daran als mögliche Kritikpunkt gesehen hatten. Und das war eben das, was Tabea eben auch schon angesprochen hat. Die Frage,
oder die Gefahr, dass ich mich als Medium deklariere und sage, ich bin halt ein Medium, ein redaktionelles Medium und aufgrund dessen, weil ich das sage, bin ich ausgenommen von den Inhalte- und Moderationsentscheidungen der Plattform. Das würde eben bedeuten, dass eine Plattform entweder aufgrund der Meldung von Nutzenden, aber auch aufgrund von proaktiven Inhalte-Moderationen der Plattform selbst halt nicht mehr Sachen löschen können, die beispielsweise falsch sind, wenn sie halt von einem Medium stammen. Das wurde dann im DSA, wie Tabea schon erwähnt hat, immer hin und her diskutiert, ist jetzt nicht drin, kam dann im European Media Freedom Act nochmal auf. Dazu, wie gesagt, kann ich mich nicht gut genug äußern. Würde halt aber wirklich einfach nur sagen oder unterstreichen, diese Selbsteinordnung als Journalistin oder als Medium ist halt frei, was ja auch völlig begründbar ist. Aber das nimmt eben dann schon auch die Möglichkeit weg, bei der Inhaltemoderation gegen mögliche Hetze oder falsche Informationen vorzugehen. Das ist so eine Abwägung, finde ich, die hier sehr deutlich wird. Wie viel Macht geben wir den Plattformen und wie viel Macht geben wir Leuten, die sich als VerlegerInnen oder als Medien ausgeben? Ich glaube, da ist keine, auf der Waagschale ist nicht so richtig gut aus Sicht der Nutzenden, aber diese Balance zu finden, ist eben die Schwierigkeit. Das kam jetzt ja eben auch schon raus, dass man da irgendwie eine Balance finden muss. Danke, Julian. Jetzt sind uns die Publikumsfragen ausgegangen und meine Fragen sind auch langsam zu Ende. Deswegen hätte ich noch eine große Frage für die Abschlussrunde. Die gilt an euch alle. Und zwar, was muss passieren? Was müssen unsere langfristigen Visionen und Ziele sein, um den digitalen Raum wieder zu einem Ort der Freiheit und des Respekts und der Demokratie zu machen? Ihr dürft jetzt hier. Seid komplett frei. Was muss passieren, wenn ihr alles regeln könntet? Wie würde das aussehen? Hat da jemand zu Ideen? Ich würde vielleicht mal kurz anfangen mit einem Punkt, den Tabea Rösner eben angesprochen hat, nämlich die Eigenverantwortung, ne? Und die ist natürlich ganz eng geknüpft auch an Medienkompetenz. Ich glaube, darüber haben wir heute noch gar nicht so groß gesprochen, ne? Weil das ist auch ein Punkt, der natürlich sehr gestärkt gehört und schon im frühen Alter irgendwo angesetzt werden muss, die Menschen fit zu machen für das Netz und die Gefahren auch, die damit einhergehen und generell Nutzung, ne, die zur Nutzung zu befähigen und Inhalte eben einordnen zu können. Ja, also wenn wir Fake News auf den sozialen Netzwerken sehen oder Medien, die sich als Medien ausgeben, aber eben Fake News verbreiten, dann, ne, müssen die Menschen wissen, wie finde ich heraus, wer die MacherInnen sind, was deren Agenda ist und so weiter und so fort. Oder wie finde ich heraus, welche Informationen eben richtig sind und welche nicht. Das ist etwas, wo man eben in der Schule am besten mit einem Schulfach oder so schon ansetzen sollte. Aber eben auch Menschen, die schon älter sind und eben nicht mit dem Internet groß geworden sind, befähigen muss. Ne? Julian nickt gerade so, weil das sehe ich auch ganz oft als Mutter natürlich, dass andere Eltern dann soziale Netzwerke direkt abwinken und nichts damit zu tun haben wollen und es alles ganz schlimm und böse und gar nicht wissen, was ihre Kinder da im Netz eigentlich machen und welchen Dingen sie da auch ausgesetzt sind, ne? Also es ist immer gut, sich damit zu beschäftigen, um eben, also auch das Umfeld dann von Kindern beispielsweise, ne? Eltern, Familien und so weiter, PädagogInnen, dass sie eben wissen, worum geht es da bei und wie kann man die Kinder schützen, beispielsweise Kinder und Jugendliche. Ja, schau hin, was deine Kinder machen. Ne? Da gab es ja auch diese Kampagne, glaube ich, ist wichtig. Wobei natürlich Kinder auch ein Stück weit ne, auch ihren Bereich brauchen. Ne? Also gab früher bei meinen Kindern POS, glaube ich, Parents Over Shoulder, wurde dann abgekürzt, ja, wenn die Eltern mal drauf geguckt haben, dass man dann irgendwie sich ein bisschen anders geäußert hat. Also ich glaube, Digitalkompetenz, Medienkompetenz ist ganz wichtig und das nicht nur bei den Kindern, sondern eben auch bei den Silver-Surfern und anderen, die verbreiten nämlich auch gerne die Mythen und Verschwörungstheorien und so weiter. Also von daher, glaube ich, gilt das für alle.
Und da sind mir die Programme auch nicht weit und breit genug aufgefächert. Ne? Das liegt ja auch wieder in Länderkompetenz und da müsste man eigentlich viel mehr machen. Das andere, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir tatsächlich hoffentlich jetzt endlich erkannt haben, dass wir klare Regeln setzen müssen und dass wir vielleicht jetzt auch bei AI Act und so nicht die gleichen Fehler machen wie in der Vergangenheit mit den großen sozialen Netzwerken, dass dann am Ende wieder die Monopole entstehen, die dann auch wieder die Marktmacht und auch die Meinungsmacht beinhalten, ne? Also ich hoffe sehr, dass wir da auch die kleinen Unternehmen unterstützen, die ganz anders drauf sind, mit ganz anderer Verantwortung zum Teil drangehen, dass wir klare Regeln haben, was die generativen KI-Modelle, die Foundation Models angeht, die Regulierung da durchzusetzen, war ja nicht so ganz einfach. Und letztlich muss man sich ja auch ein Stück weit darauf verlassen können, wenn man sowas anwendet, dass es auch nach unserem Wertesystem trainiert wurde. Und da müssen wir jedenfalls hinten dran bleiben, damit diese Regulierung dann auch gut gelingt. Also das ist ein ganz großes Feld und gerade mit generativer KI wird ja unser Meinungsbildungsprozess nochmal massiv herausgefordert. Und das sehen wir ja auch, was mit Deepfakes und anderen passiert und zu ja, Meinungsmache auch genutzt wird, was wirklich auch unsere Demokratie ganz schön beschädigen kann. Danke, Tabea. Und du, Julian? Ich würde zum Abschluss auch beides aufgreifen, was die beiden Vorrednerinnen gesagt haben und auch was ich am Anfang schon angedeutet hatte, nämlich diese verschiedenen Sachen, die ineinander greifen müssen. Ich würde völlig zustimmen. Diese Nachrichtenkompetenz über alle Altersgruppen hinweg ist enorm wichtig. Die Art von Workshops, von journalistischer Arbeit, die angesprochen wurden, enorm wichtig. Forschung aus akademischer Sicht, aus zivilgesellschaftlicher Sicht spielt auch eine Rolle. Die Regelsetzung, die angesprochen wurde, über mehrere Politikbereiche hinweg, sei es Wettbewerbspolitik, sei es Medienregulierung, sei es wie Online-Plattformregulierung speziell. Das sind alles Sachen, die ineinander greifen müssen. Das macht es natürlich komplex oder vielschichtig, sagen wir so, aber das heißt ja nicht, dass es nicht funktionieren muss. Im Gegenteil, wenn diese Art von Netzwerken halt gut funktionieren, ist es vielleicht sogar ein guter Ansatz, dass es diese Art von Ausgleichen und gegenseitigen Checks und Hilfestellung gibt. Und wenn das funktioniert, wäre das, finde ich, oder stelle ich mir vor, dass das im Interesse der Nutzenden ist, die wir alle uns halt im Netz bewegen. Danke, lieber Julian. Danke euch allen für diese super Schlussworte. Ich habe viel gelernt in dieser Runde hier heute und jemand im Q&A-Tool hat das auch nochmal passend mit einem Bird-Zitat belegt. Das hätte ich gar nicht besser machen können. Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu sein. Also nicht einfach nichts machen und stumm werden, sondern Hass und Hetze im Netz klar entgegentreten. Das ist ein Weg daraus, wie wir den digitalen Raum wieder besser machen können. Und bevor wir jetzt hier gleich alles ausschalten, möchte ich nochmal meiner lieben Kollegin Anne Ulrich danken und dem Technikteam, den Kolleginnen aus der Kommunikation und euch alle auf die nächsten Termine dieser Reihe hier hinweisen. Und zwar am 6. Mai lokale Öffentlichkeit stärken und am 21. Mai KI als Retter des Journalismus. Auch sehr spannende Themen. Ich danke euch allen für das tolle Gespräch hier und ich freue mich auf das nächste Mal und vielleicht sehen wir uns auch mal in Person, in Real Life und nicht nur auf Zoom. Macht's gut und schönen Abend.